In Basel, in der Bäckerei Sutter, heissen die Mädchen bei neu Glücksbringer. Der Grund für den neuen Namen: männliche Kunden haben wegen dem Mädchen bei Gebäck zu den Mitarbeiterinnen der Bäckerei immer wieder anzügliche Kommentare gemacht. Bei uns ist jetzt die Kabarettistin Lisa Christ für einen Kommentar dazu. Lisa, was haltest du davon, wenn man so Gebäck jetzt einfach plötzlich neu sagt? Ja. Also, ich finde es grundsätzlich nicht schlimm, Sachen umzubenennen, wenn man merkt, dass die erste Idee vielleicht jetzt nicht so gut war. Frag mal Leute, die Shania Chantal heissen. Aber macht das wirklich irgendetwas besser? Klar, man nimmt gewissem Klientel die Stellvorlage weg, aber am Problem selber ändert es ja nichts. Die Rüpel, die wegen einem Gebäcknamen anzügliche Kommentare gegen das Personal ablösen, werden sich von einer Namensänderung auch nicht von dem abhalten. Die sind in der Realität so weit davon entfernt, jemals auch nur ein freies Gesicht zu bekommen, dass sie sich verzweifelt an jede hure Patisserie müssen klammern, die irgendeinen Sextraum hergibt. Ja, und von denen gibt es im Fall genug. Ein Baiser zum Beispiel, also ein Meringue, das ist französisch und heisst auf Deutsch Kuss und umgangssprachlich Ficken. Dann geht es der Stell zu und her mit dem Eiweiß. Also wenn sie der Hitze vom Gefecht nicht vorher zusammengeht. Und ein Croissant, dem sagt man auf Deutsch Hörnchen. Dann ist es dann auch nicht weit her mit Horny. Und sowieso Schleckstängel. Geht es noch perverser? Und was ist eigentlich mit dem Namen Spitzbub? Ich meine, hallo? Man muss diesen Käben doch auch nicht noch Identifikationsfiguren geben. Übrigens macht der Name Mädchen bei auch anatomisch überhaupt keinen Sinn. Als Füllung heisst sie nämlich Nüstin. Es wäre also viel sinnvoller, wenn sie würde Bubenbein heissen. Das war aber leider schon für die katholische Kirche reserviert. Und seien wir ehrlich, es ist auch einfach nicht so appetitlich, oder? Weil wir wissen ja alle, ein Bubenbein hat das Haar. Und ein Mädchenbein nicht. Es ist also viel anmächeliger so. Schließlich sind Mädchenbein schön zum Anschauen und Gelusten, so richtig zum Dreibeissen. Also vorausgesetzt, man ist männlich über 50 und ein fucking Grüsel. Ich finde, wenn es darum geht, im Essen einen Namen zu geben, könnte sich Süßwaren mal etwas beim Salzigen abschauen. Ich meine, ein Würstchen, das zwischen zwei Wettli-Backen eingeklemmt ist. Das heisst dort mega unsexy Hotdog. Mega unverfänglich. Mein Lösungsvorschlag wäre also folgender. Man nimmt das herzigste Tier überhaupt, ein Katzenbaby, minus Thor, ein Nacktkatzenbaby, setzt es ein und schon hat man die Lösung. Nacktkatzenbabybei. Ja, alternativ kann man sich als Bäckerei natürlich auch überlegen, einfach keine Arschlöcher zu bedienen.